Am Anfang war das Chaos, und das Chaos war bei Gott, und Gott war das Chaos. Die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, von der unsere Vorväter sagten, man dürfe sich kein Bild davon machen. Aus dem Unvermögen, das Chaos, die Wirklichkeit hinzunehmen, ohne in Tatenlosigkeit zu versinken, den Sinn zu verlieren, die Hoffnung, die Liebe, erwuchs das Ideal. Aus dem nicht erfüllbaren Ideal aber alles Leid, das Menschen Menschen zugefügt haben. Wo Heilige wie Verbrecher der Versuchung einer Utopie erlegen sind, mussten sie scheitern. Visionäre, Utopisten, Revolutionäre, Seher und Sehende, deren Namen wir verehren, deren Mut in ihrer Zeit wir so bewundern, meinten das Chaos geschaut zu haben, Gott. Glaubten, diesen Gott zum Besseren wenden zu können, aber dieser neue Gott führte in noch größere Unfreiheit, weil das Ideal zum Dogma wurde, darin sich die Seelen verstrickten und alles Lebendige unterging. Aus Träumern wurden Mörder und Betrogene, die das Paradies gesucht hatten, aber nur die Hölle fanden. Hinab in die Zeit, da die Lüfte noch voller Geister und Abergeister waren, voller Teufel und Dämonen und Myriaden von Engeln. Hinab in das Ende aller Tage, als das jüngste Gericht anbrach. Hinab in das Land aus Angst, hinab auf die sterbenden Dörfer, zu Kindern, die nicht mehr weinen. Hinab auf das Land des jüngsten Gerichts. Schaut die Wirklichkeit, schaut euren Gott, seht und dann redet.